Frankfurt am Main. Das größte US-Generalkonsulat weltweit. Drehscheibe weitreichender amerikanischer Geheimdienstaktivitäten. NSA-Spione der Secret Service. Und eine geheime Hackereinheit der CIA operieren hier. So beschreiben es geheime Dokumente, veröffentlicht von der Enthüllungsplattform WikiLeaks. Eine der Abhörtechniken, ein Fernseher übernimmt die Funktion einer Wanze. Über eine Schadsoftware soll das Mikrofon eingeschaltet und so alle Gespräche im Raum mitgeschnitten werden können. Nehmen wir an, im Meetingraum, vielleicht gibt es eine Policy, die sagt, man darf keine Handys mit reinnehmen zu einem wichtigen Meeting, aber dann hängt da groß der Fernseher an der Wand und wenn dieser Fernseher eben vorher präpariert wurde, dann lässt der sich als Wanze missbrauchen. In den WikiLeaks-Dokumenten finden sich weitere Spähprogramme, die sich für Angriffe auf Unternehmen und Regierungen eignen, auf Smartphones, auf elektronische Systeme von Autos. Ob und in welchem Ausmaß tatsächlich ausgespäht wird, ist unklar. Das US-Außenministerium lehnte eine Stellungnahme ab. Laut WikiLeaks soll es die größte Veröffentlichung von CIA-Dokumenten aller Zeiten sein. Es zeigt wiederum, wenn sich das bewahrheitet, dass eben der Ausspruch der Bundesregierung im Bundestagswahlkampf 2013, dass auf deutschem Boden deutsches Recht eingehalten wird, nicht gilt. Denn das sind ganz klar strafrechtlich relevante Vorgänge. Die Bundesregierung wollte sich zu den Enthüllungen nicht äußern. Man berichte nur an geheimtagende Gremien des Bundestages, hieß es. Die Whistleblower-Plattform WikiLeaks mit ihrem Gründer Assange stand zuletzt stark in der Kritik. Der Vorwurf, vor allem von der ehemaligen US-Regierung, eine Nähe zu Russland, für die es aber nie Beweise gab. Ich glaube schon, dass Assange und WikiLeaks selber vor allen Dingen daran interessiert sind, Informationen in die Öffentlichkeit zu bringen, die geheim sind. Aber es ist eben so, dass WikiLeaks ja abhängig davon ist, dass ihnen Daten überspielt werden, dass sie Informationen bekommen. Und damit ist natürlich die Tür geöffnet dafür, dass zum Beispiel auch fremde Geheimdienste, auch etwa der russische Geheimdienst, WikiLeaks mit Informationen versorgt. Zu den Enthüllungen über mögliche Aktivitäten von CIA-Hackern in Frankfurt und weltweit erklärt WikiLeaks, die Dokumente würden aus dem Kreis ehemaliger US-Geheimdiensthacker stammen. Sie sollen eine Debatte anstoßen, welche Aktivitäten von geltenden Gesetzen gedeckt seien.